Einen schönen guten Tag alle miteinander. Herzlich willkommen zu unserer ersten Champions League Pressekonferenz in diesem Jahr vor unserem Heimspiel gegen den FC Kopenhagen. Ich begrüße auf dem Podium unseren Trainer Edin Terzic und unseren Mannschaftskapitän Marco Reus und bitte Sie um Ihre Fragen. Jesko von Eichmann für Sky. Edin, sie ist diesmal tatsächlich sehr berechtigt, die Personalfrage. Ihr hattet einige Angeschlagene, einige könnten wieder zurückkommen, einige fallen vielleicht länger aus. Könnten Sie uns auf den neuesten Stand bringen, bitte? Ja, bei den Langzeitverletzten hat sich leider nichts getan. Also Sebastian, Matteo Morey und Mo Dahoud, habt ihr mitbekommen, die werden uns jetzt in der nächsten Zeit nicht zur Verfügung stehen. Bei Jamie Bynoe-Gittens, der ausgewechselt werden musste, weil er sich wieder mal an der Schulter verletzt hatte, da steht die finale Diagnose noch ein bisschen aus, ob es dann konservativ behandelt werden kann oder ob es da auch einen operativen Eingriff geben muss. Deshalb, da wird noch ein, zwei Tage dauern, dann suchen wir uns gerade noch die zweite und die dritte Meinung. Und bei Donny Malen und Karim Adeyemi, sie steigern ihr Pensum im Training. Da müssen wir halt gucken, sie sind gleich nochmal mit uns auf dem Platz. Aber ihr habt jetzt die letzten Spiele auch mitbekommen, wo es dann nicht reichte. Es kann sein, dass sie uns für morgen noch nicht zur Verfügung stehen werden. Bei Rafa Guerreiro ist es so, dass er seit gestern wieder auf dem Trainingsplatz war, hat dann individuell mehr getan als die anderen und wird dann gleich im Mannschaftstraining sein, sodass wir da guter Dinge sind, dass er den Infekt überstanden hat und dann morgen wieder einsatzbereit ist. Und wir machen weiter mit Heinz Büse von der Deutschen Presseagentur. Frage hat sich damit erledigt und dann springen wir direkt zu Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Eine Frage vielleicht an beide. Das erklärte Saisonziel ist ja in der Champions League, dass man die Gruppenphase übersteht. Wenn man jetzt die Gegner anguckt in der Gruppe, dann ist auf dem Papier zumindest Kopenhagen der leichteste. Bedeutet das auch, dass man da auf jeden Fall gewinnen sollte, um dann eben auch, also spürte da einen gewissen Druck, dieses Spiel auf jeden Fall zu gewinnen? In allererster Linie haben wir sofort gesagt, dass alle drei Wettbewerbe, in denen wir starten, extrem wichtig für uns sind und wir in allen sehr erfolgreich und so erfolgreich wie möglich abschneiden möchten. Das ist in der Champions League. Keine Mannschaft gibt, die es sich nicht verdient hat, in der Champions League zu sein, ist auch klar. Bezüglich Kopenhagen, du hast es jetzt erwähnt, sie sind, glaube ich, das erste Mal seit 2016 wieder dabei. Sie haben jetzt jahrelang darum gekämpft, wieder auf dieser Bühne spielen zu dürfen. Und dementsprechend werden sie mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Euphorie in diese Gruppenphase starten wollen. Egal, gegen welchen Gegner wir morgen spielen wollen würden. Es geht bei uns darum, dass wir die Gruppenphase erfolgreich überstehen wollen und dementsprechend geht es darum, gute Leistung zu Hause zu zeigen und die Heimspiele nach Möglichkeit zu gewinnen. Und dementsprechend werden wir alles dafür tun, morgen mit einem Sieg in die Gruppenphase zu starten. Copy. Gut. Wenn das immer so wäre, wäre cool. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Ich versuche es auch nochmal. Dann vielleicht zuerst Marco und dann Edin. Du warst ja... Die zweite Antwort kennen. Du warst ja, Marco, live dabei. Edin, du als Außenstehender, aber bestimmt nicht teilnahmslos. Die vergangene Europapokalsaison ist nicht so gelaufen, wie ihr das gewünscht hattet. Wie sehr ist das noch Thema bei euch? Wie viel Motivation, wie viel extra Kick gibt euch das vielleicht für den jetzt anstehenden Wettbewerb? Na, Thema ist es jetzt nicht mehr bei uns, aber so wie er den gerade gesagt hat, ist es so, dass eine neue Champions League-Saison ansteht und jede Mannschaft, die da drin ist, ist nicht umsonst da drin, sondern hat sich das verdient und auch der FC Kopenhagen hat sich das verdient und es sind 90 Minuten, wo wir zeigen wollen, dass wir die bessere Mannschaft sind und dass wir einfach einen guten Start in die Champions League-Saison hinlegen wollen und das ist gleichbedeutend hoffentlich mit dem Sieg. Copy. Aber ich glaube schon, dass wir dieses Jahr ein deutlich besseres Gesicht zeigen wollen in allen Wettbewerben, als wir es letztes Jahr getan haben, besonders in den Pokalwettbewerben. Auch wenn ich da jetzt nicht an der Linie stand, ich war sehr nah dran und es fühlte sich nicht gut an, besonders in den Heimspielen. Und das wollen wir dieses Jahr definitiv besser machen. Jesko von Eichmann. Es wird was geben, was wir alle noch nicht erlebt haben in der Champions League, nämlich eine gelbe Wand. Macht das einen Unterschied? Deutliches Ja. Check. Ja, deutliches Ja. Also ich glaube, wir kennen es natürlich aus der Bundesliga, aber für die anderen Vereine vom International kennen sie es noch nicht und auch für euch oder für die ausländischen Journalisten glaube ich auch noch nicht. Von daher freuen wir uns alle riesig, dass die ganze gelbe Wand da ist und es wird hoffentlich auf jeden Fall ein Spektakel.
Ja, ähnlich sehe ich es auch. Wir haben in der Vergangenheit tolle Momente in europäischen Wettbewerben zu Hause erlebt. Es war immer eine herausragende Stimmung in diesen Flutlichtspielen. Und weil sich da die Südtribüne vielleicht auch so ein bisschen auf das ganze Stadion verteilt hatte, jetzt haben wir sie komplett da. Und wir freuen uns sehr darauf. Und wenn ihr jetzt zurückspult, vor 2 Jahren hatten wir ja schon mal zwei dieser Gruppengegner bei uns im leeren Stadion. Es war trotzdem ein schönes Gebäude, aber es war ein leeres Stadion. Und deshalb freuen wir uns natürlich jetzt umso mehr, dass so viele wie möglich hier hinkommen, um uns zu unterstützen. Jürgen Kors nochmal. Ja, nochmal eine Frage an Marco. Beim Blick auf die Kaderfeld auf, dass du alleine mehr Champions League-Spiele absolviert hast als der gesamte Kader von FC Kopenhagen. Das sagt für das Spiel morgen erstmal noch gar nichts, aber wie kann dieser Faktor Erfahrung, Routine, Reife vielleicht auch ein Faktor werden, den ihr ausspielen könnt? Wie kann man die höhere Erfahrung in diesem Wettbewerb auch dann zählbar machen? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil am Ende heißt das nicht, weil du mehr Erfahrung hast, dass du dann automatisch besser spielst. Klar weißt du vielleicht in ein paar Abläufen einfach besser, wie das Spiel funktioniert, aber am Ende sind es 11 gegen 11 und da gehört nicht nur ein Spieler dazu, sondern da brauchst du deine Teamkollegen um dich herum. Und ich glaube, das ist jetzt kein so wichtiger Faktor, wie viele Champions League-Spiele man jetzt auf dem Buckel hat und die anderen Mannschaften, wie viel sie haben. Für uns ist einfach wichtig, dass wir die letzten 2 Spiele da weitermachen, wo wir aufgehört haben, von der Intensität her das Tor zu beschützen, als auch spielerisch einfach bessere Automatismen auf den Platz zu bringen. Ich glaube, das war in den letzten 2 Spielen gut der Fall und es geht darum, einfach kontinuierlich da weiterzumachen. Ich glaube, jetzt bekommen wir eine Frage von einem dänischen Kollegen. Bitte schön. You can do it in Danish as well, because we have a simultaneous translation, so okay. Would work. Ja, kannst hier oben anschalten. Et spørgsmål til Marco. Hvad forventer du af FCK, og har du snakket med Thomas Delaney eller Jakob Brun Larsen om FCK? Nee, habe ich nicht, obwohl ich Jakob am Freitag noch gesehen habe, aber da hatten wir ein Spiel gegen Hoffenheim, von daher war das jetzt kein Thema, aber wir wissen, dass sie eine gefährliche Mannschaft sind, das braucht Thomas oder Jakob uns nicht zu erzählen. Gibt es weitere Fragen? Sebastian Wessling. Ja, die Frage nach dem Gegner kam ja gerade. Die sind ja hier in Deutschland ein recht unbeschriebenes Blatt. Wir sehen die nicht so viel. Du wirst jetzt ein bisschen mehr gesehen haben von denen, Edin. Was kannst du sagen über die? Wie spielen die? Was zeichnet diese Mannschaft aus? Ja, wir haben sehr viel gesehen von ihnen. Nahezu jedes Spiel, was sie diese Saison gespielt haben, haben uns aufgeteilt mit unserem Analyse- und unserem Trainerteam. Ich habe auch weder mit Thomas Delaney noch mit Jakob Brun Larsen drüber gesprochen, aber ich habe mit Mike Thulberg drüber gesprochen, unserem dänischen U19-Trainer, der die Mannschaft sehr gut kennt. Und Otto Addo, der ja auch noch bei uns im Trainerteam ist, der jahrelang in Dänemark unterwegs war, um da so ein bisschen auch Hintergrundwissen sich anzueignen. Ja, was kann man zu ihnen sagen? Ich finde, sie haben einen sehr guten Mix aus Erfahrung und jungen Spielern. Sie haben eine gute Achse im Zentrum mit dem Kapitän Seka, der letztes Jahr leider durch einen Kreuzbandriss länger ausgefallen war. Aber dann haben sie da noch mit dem Falk, dann haben sie jetzt Cornelius dazu geholt, einen Torhüter mit Ryan, der 29 Jahre alt ist. Die sind alle so um die 29, 30 Jahre alt, haben da eine sehr, sehr stabile, erfahrene Achse. Und dann auf den Flügeln haben sie viele junge Talente aus Skandinavien, aus Island, mit beispielsweise Haraldsson, Christiansson, Johansson. Sie haben sehr viele junge Spieler auch da, die dann das erste Mal in der Champions League spielen werden, die mit einer ganz großen Portion Neugier, Hunger und Euphorie an die Champions League rangehen werden. Das wird eine spannende Aufgabe. Ich finde, sie haben in der Liga etwas anders Fußball gespielt als in diesen beiden Playoff-Spielen gegen Trabzonspor. Ich persönlich weiß, wie schwierig es ist, gegen Trabzon zu spielen, besonders auswärts. Es ist nicht leicht. Sie haben sich komplett verdient, weiterzukommen. Und ich finde, sie haben viele spannende Abläufe, sind sehr laufstark, sind sehr aggressiv, aber können halt auch diszipliniert verteidigen. Und das wird eine spannende Aufgabe für uns morgen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir daran anknüpfen, so wie Marco es gerade erwähnt hatte, an die Leistung der letzten beiden Spiele, dass wir eine hohe Chance haben werden und eine große Chance haben werden, dieses Spiel morgen dann zu gewinnen. Einige von euch werden ja auch heute Nachmittag bei der Pressekonferenz unseres Gastes mit dabei sein. Da wird übrigens besagter Seka mit auf dem Podium sitzen. Und wir machen weiter mit Jonas Ortmann von der Bild.
Genau, auch eine Frage an Edin, hallo. Für mehrere Neuzugänge könnte morgen das erste Champions-League-Spiel anstehen. Muss man die Jungs da bremsen oder wie erlebst du die Jungs? Also bremsen ist so nicht so das, was mir jetzt als erstes einfällt, wenn ich über die Champions League und unsere Spieler nachdenke, sondern wir haben ja gesagt, der BVB, in dem wir uns verliebt haben, stand für Vollgasfußball und da tippt man halt nicht so häufig auf die Bremse. Dementsprechend wollen wir das halt auch nutzen. Wir haben viele junge Spieler, die dann vielleicht zum ersten Mal in der Champions League auftauchen, aber auch mit dem Toni Modest, einen sehr erfahrenen Spieler, der aus diesem Grund zu uns wechseln wollte, weil er das erleben wollte, diese Flutlichtspiele in der Champions League. Und wir gehen auch mit einer sehr großen Portion Euphorie, mit einem guten Selbstbewusstsein an die Aufgabe heran und freuen uns einfach auf die kommenden Spiele in der Champions League. Schau ich mal noch mal in die Runde. Entschuldigung. Sebastian Wessling hat noch eine Frage, bitte. Frage geht an Marco. Wir haben jetzt ein paar Mal schon geredet über die stärkere Defensive, woran ja ihr vorne genauso beteiligt seid, wenn weniger Tore fallen. Aber trotzdem ist das für einen Offensivspieler immer ein besseres Gefühl, wenn man weiß, ich brauche vielleicht nur eine Chance, die ich reinmache, um das Spiel zu gewinnen, weil die hinten sicher stehen. Also gibt euch das auch vorne irgendwie mehr Sicherheit oder wie würdest du das sehen? Ja, also wenn du natürlich vorher weißt, okay, du hast eine gute Defensive und du weißt, okay, ein, zwei Torchancen hast du und eine davon nutzt du. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass du das Spiel gewinnst. Ich glaube, dass wir es jetzt in den letzten beiden Spielen, insbesondere in den beiden Spielen, jetzt gut gemacht haben, dass wir mit allen Mann versucht haben, immer das Tor zu verteidigen, dass wir in den gefährlichen Räumen von den Gegnern einfach da waren, sie nicht zum Schuss kommen lassen haben und dass sich da einfach keiner zu schade war, extra Meter zu machen. Und dann zieht sich das natürlich so wie ein roter Faden durch die Mannschaft, dann merkt der eine, okay, es läuft und dann ist es einfach so ein gutes Gefühl für die Mannschaft und dann kommt das Spielerische natürlich auch dazu, weil du dann einfach mehr Selbstvertrauen hast und das Publikum ist im Rücken, sind dann viele Elemente, die dann einfach dazugehören und dann ausschlaggebend sind, ob du ein Tor machst oder ein Tor verhinderst. Im Moment sehe ich keine weiteren Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich bei den beiden Herren auf dem Podium. Der kleinste Teil eures Arbeitstages ist dann damit erledigt und für euch geht es weiterhin gleich mit der Pressekonferenz des FC Kopenhagen. Bis dann. Tschüss. Der schönste Teil.